Ich würde gerne bald wieder zu dir in die Sendung kommen, um über unsere Top-Trends für 2013 zu sprechen. Einer davon ist das große Erwachen. Weißt du, vor der Revolution in diesem Land hat es ein Erwachen gegeben. Und ein Teil dieses großen Erwachens war es, dass die Menschen zu der Idee aufgewacht sind, dass sie sich nicht den Adligen beugen sollten, denn diese waren nicht besser als der Rest des gemeinen Volkes. Es war auch etwas, wo die Leute erkannten, dass ihre Erlösung von ihren eigenen Taten abhing, wie sie sich verhielten, was sie machten und wie sie sich selbst auf das höchstmögliche Niveau brachten, um die besten Menschen zu sein, die sie sein konnten. Viele von Thomas Paines Werken wurden übrigens im Kontext dieses großen Erwachens geschrieben. Und es gab da auch ein religiöses Element. Aber ganz abgesehen von dem religiösen Element, ich glaube, wir werden erneut ein großes Erwachen erleben. Die Adligen sind heute diese Leute auf dem roten Teppich. Sie erscheinen nirgendwo ohne einen roten Teppich. Weißt du, wie satt ich es habe, Hillary Clinton oder sonst wen, die Präsidenten zu sehen, wie sie von ihren Jumbo-Jets aus winken? Wem winken sie dazu? Ein paar Prostituierten da unten? Ein paar schleimigen, verlogenen Gehilfen? Aber immer sieht man diese Bilder. Sie benehmen sich wie Adlige. Sie sagen, ich bin Gott, du bist nichts. Und übrigens, ich werde dir deine Waffen abnehmen. Und ich werde jeden Monat 85 Milliarden in meine eigene Tasche stecken. Und wenn dir das nicht gefällt, kommt dein SWAT-Team vorbei. Genau. Die Menschen werden jetzt also anfangen, gegen die Adligen zu rebellieren. Diese ganze Scharade ist ausgelutscht. Wie kann irgendein Mensch mit einem Rest von Selbstrespekt auf einen McConnell, einen Reid, eine Pelosi, einen Boehner, einen Obama, einen Laurel oder einen Hardy hören? Mehr ist es doch nicht, und jeder weiß das. Die Scharade wird für viele immer deutlicher. Und wenn man sich die Situation in Übersee ansieht, da ist es ganz genauso. Das große Erwachen beginnt.